Die Entwickler haben einen neuen Stream veranstaltet, in dem einige Features aus dem neuen Highschool-Jahre-Erweiterungspack vorgestellt wurden. Los geht es mit meiner Zusammenfassung der wichtigsten Features und Spoiler, davon gibt es in diesem Pack einen Haufen. Beginnen wir mit dem Erstelle einen Sim-Modus, welcher zahlreiche neue Objekte ins Spiel bringt. Hier wurde besonders auf die Klamotten der Frauen eingegangen, die ihr hier ebenfalls im Hintergrund seht. Leider haben die Entwickler die Aufnahme des Spiels ein wenig fehlerhaft eingestellt, weshalb die Bildqualität des Livestreams schrecklich ist. Der Stil der Klamotten ist wie zu erwarten hauptsächlich für Jugendliche geeignet und reicht von ein wenig konservativ bis komplett bunt und durchgeknallt. Es gibt auch Outfits, die nur im Bubble Tea Laden erhältlich sind. Allgemein sind die Objekte eher für den Alltag geeignet, aber auch Objekte für die Schule oder den Abschlussball können gewählt werden. Bei den Frauen stehen 12 verschiedene Frisuren bereit. Wie diese Auswahl bei den Männern aussieht, lässt sich derzeit noch schwierig sagen. Die Mode kann auch nur exklusiv von Teenagern genutzt werden. Kommen wir jetzt zu den wirklich neuen Inhalten in dieser Erweiterung: Haarwachstum und Körperbehaarung. Wenn ihr die Erweiterung besitzt, wird ab sofort das Haar eurer Sims stetig wachsen, welches ihr ab und zu rasieren müsst. Das hat man ja bereits im ersten Ankündigungstrailer gesehen. Dieses Feature ist Pack-exklusiv, im Gegensatz zu der Körperbehaarung, welche für alle ins Basisspiel gepackt wird. Hier könnt ihr ab sofort an den Armen, Beinen, Rücken und Oberkörper bestimmen, was für Behaarung eure Sims haben sollen. Ein paar der Optionen sind aber nur mit der Highschool-Jahre-Erweiterung erhältlich. Ebenfalls interessant, die Akne, die schon als Hautdetails mit dem Elternfreuden-Gameplay-Pack ins Spiel gebracht wurde, gibt es auch mit dieser Erweiterung. Besonders ist aber, dass eure Teenager-Sims jetzt auch von dieser heimgesucht werden und Creme dagegen auftragen können. Ansonsten können wir jetzt aus neuen Modevorlieben und Abneigungen wählen. Spannend wird es auch bei den neuen Merkmalen. Hier stehen sozial unbeholfen, überambitioniert und Partylöwe zur Auswahl. Auch neue Bestreben sind enthalten. Hier gibt es eine weitere Besonderheit. Diese 4 können rein für die jugendlichen Sims gewählt werden. Hier steht grob übersetzt schnelles Leben, zielorientiert, Drama-Lama und bewunderte Ikone zur Auswahl. Damit ist es aber noch nicht zu Ende. Die Entwickler führen eine Steuerung für die Sexualität der Sims ein. So könnt ihr mit dem nächsten Gratis-Update genau festlegen, zu welchen Geschlechtern sich der Sim hingezogen fühlt, wen er für ein Techtelmechtel gut findet und ob er sich mit anderen Geschlechtern ausprobiert oder nicht. Wenn ihr nichts an den Einstellungen ändert, verhalten sich die Sims wie vor dem Update. Bevor wir mit den anderen Gameplay-Neuerungen weitermachen, ein kurzer Hinweis. Bei meinem Partner Instant Gaming könnt ihr die Highschool-Jahre-Erweiterung für unschlagbare 34,14 € vorbestellen. Link in der Beschreibung, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Weiter geht's mit dem neuen Gameplay. Hier kommen die Wünsche und Ängste zurück. Sims haben 3 Arten von diesen. Einmal kurzzeitige, wie der Wunsch auf einem Bargrundstück ein Getränk zu bestellen, längerfristige und welche, die als Reaktion auf vorherige Ereignisse entstehen. Diese sind ebenfalls mit Merkmalen der Sims verbunden und die Ängste kommen von negativen Lebenserfahrungen, die aber auch überwunden werden können. Auch dieses Feature wird Teil des Gratis-Updates sein. Hier stehen aber für Highschool-Jahre-Besitzer noch mehr Optionen zur Auswahl. Weiter haben die Entwickler die beiden neuen Karrieren für Jugendliche vorgestellt. Ab sofort können die Sims nämlich Simfluencer und Streamer werden. Hierzu stehen neue Bildschirme, einmal ein Setup mit 2 Bildschirmen und eines mit einem sehr breiten bereit. Als Streamer könnt ihr ebenfalls auch einen Avatar wählen. Anstatt selber vor die Webcam zu treten, könnt ihr jetzt aber auch anderen Sims beim Livestreamen am PC zuschauen. Die Benutzeroberfläche des Smartphones eurer Sims bekommt mit dem neuen Update einen neuen Anstrich. Hier sind alle Funktionen in Apps sortiert, die auch etwas mehr ein echtes Smartphone repräsentieren. Hier stehen 2 große neue Features bereit, welche zu dieser Erweiterung gehören. Zum einen Social Bunny, eine neue Social Media Plattform innerhalb des Spiels. Hier können eure Sims Follower sammeln, neue Posts erstellen, Freunde hinzufügen und anderen Sims Nachrichten schreiben. Ebenfalls ist es möglich, hier auch auf die Posts von anderen Sims zu reagieren. So kann man auch über Dinge posten, die im Leben der Sims vor kurzem vorgefallen sind, wie beispielsweise ein Buch, was vor kurzem gelesen wurde. Und ein weiteres System erhält Einzug ins Spiel: Trendy. Mit diesem könnt ihr jetzt im Spiel Designs verkaufen und Preise hierfür setzen. Auch könnt ihr euch anzeigen, welche Art von Klamotten gerade angesagt oder eher weniger angesagt sind. Angesagte bringen natürlich mehr Simoleons ein. Um den Hype um euren kreierten Stil noch mehr anzuheizen, könnt ihr euer Outfit ebenfalls auf Social Media verbreiten.
Innerhalb des Bubble Tea Ladens könnt ihr eure eigenen Outfits entwerfen und im Erstelle einen Sim-Modus mehrere Stile anlegen. Die Auswahl an Gegenständen, aus denen ihr wählen könnt, rotiert immer pro Tag. Diese müsst ihr auch bezahlen, etwas, was wir vorher in D-Sims 4 noch nie so hatten. Und jetzt etwas zur Schule bei den Sims, welche ebenfalls präsentiert wurde. Ähnlich wie bei Andi Arbeit könnt ihr eure Sims aktiv zur Schule begleiten. Bei mehreren Teenager-Sims im Haushalt lassen sich alle auf einmal steuern. In der Schule könnt ihr jeden Tag unterschiedliche Events besuchen oder auch an den außerschulischen Aktivitäten teilnehmen, welche im Kalender der Sims angezeigt werden. In diesen gibt es immer einen Rivalen, der euren Sim nicht mag, wie es auch manchmal in echt so ist. Innerhalb der Schule gibt es am Morgen eine große Pause, dann die erste Unterrichtsstunde, Mittagspause und dann die zweite Unterrichtsstunde des Tages. Je nach Unterrichtsfach verbessert sich ebenfalls eine andere Fähigkeit bei den Sims. Leider lässt sich während des Unterrichts nicht viel interagieren, hier könnt ihr eher euren Sims zuschauen. Dafür aber gibt es viel Gameplay in den Pausen. Ihr könnt beispielsweise ein eigenes Schließfach für euch beanspruchen und dieses personalisieren. Das erste Mal bei den Sims ist es auch möglich, dass eure Sims, wenn sie zu schlecht sind, ihren Abschluss nicht schaffen. Diesen können sie aber theoretisch mithilfe von Online-Unterricht nochmal nachholen. Jetzt noch zum Baumodus, der ebenfalls Thema dieses Livestreams war. Hier seht ihr erstmal alle Baumodus-Möbel, die wir mit diesem Erweiterungspack enthalten werden. Der Stil dieser ist ziemlich bunt und teilweise durcheinander gewürfelt. Alle Basisspielspieler werden zudem einen neuen Gaming-Stuhl per Gratis-Update erhalten. Im Hintergrund seht ihr jetzt auch nochmal ein paar Objekte, die Teil der neuen Erweiterung sind. Apropos, der Leak mit den runden Wänden war tatsächlich richtig. Mit dem nächsten großen Gratis-Update können wir jetzt runde Wände platzieren und hier ebenfalls Fenster und Türen platzieren. Es sind aber nicht alle von diesen mit den runden Wänden kompatibel. Die verfügbaren lassen sich mit einem Klick auf die unterschiedlichen Filter herausfinden. Bei manchen Deko-Objekten kann es ebenfalls sein, dass sich diese ein wenig komisch an der Wand verhalten. Dieser Livestream war tatsächlich wirklich umfangreich. Es wurden noch so viele weitere Kleinigkeiten wie neue Selfie-Posen oder Crushes auf andere Sims vorgestellt, die aber den Rahmen dieser Zusammenfassung gesprengt hätten. Was denkt ihr über diese Erweiterung? Seid ihr froh über das neue Gratis-Update oder seid ihr noch skeptisch? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.